Wir wollen Automaten minimieren und beim letzten Mal hatte ich Ihnen bereits erklärt, dass wir dazu planen, äquivalente Zustände miteinander zu verschmelzen. Und das, was dabei entsteht, nennt man den Quotientenautomaten. Und in diesem Video möchte ich Ihnen erklären, wie genau man den bildet und auch zeigen, wie man praktisch äh, mit konkreten Algorithmen diesen ähm, dann konstruieren kann. Mein Name ist Markus Krötsch, herzlich willkommen zurück zu dieser kleinen. Videoreihe der TU Dresden. Der Quotientenautomat. Ich hatte Ihnen beim letzten Mal schon einmal gezeigt, wie die Definition für diesen Automaten aussieht. Hier haben Sie es nochmal. Ähm, formal hatten wir darüber noch nicht sehr gesprochen. Äh, Im Prinzip war die Intuition wirklich, dass Sie äquivalente Zustände nehmen und sie verschmelzen. Und so wie die Zustände verschmelzen, verschmelzen dann auch die Zustandsübergänge die ähm, vielleicht im ursprünglichen an verschiedenen, enden, äh, an verschiedenen stellen begonnen oder enden, endeten aber dann durch die verschmelzung äh, zusammenfallen. okay. Ähm, das ist die intuition dafür. Ähm, jetzt sollten wir uns aber schon auch noch anschauen, wie das ganze mathematisch definiert ist, so dass man letztlich die, äh, dieses ergebnis tatsächlich erzielen kann. beginnen wollen wir damit, äh, dabei mit einem totalen. DFA, also einem endlichen Automaten mit totaler Übergangsfunktion. Wir hatten schon bemerkt, dass das praktisch ist und äh, einige äh, Grenzfälle äh, leichter äh, handhabbar macht. Das wird, äh, sollte uns auch nicht weiter stören, denn es ist immer leicht, einen Automaten total zu machen, indem man einfach den Fangzustand hinzufügt. Wir definieren dann davon ausgehend die Quotientenautomaten, den ich als M-Tilde schreibe, so ähnlich wie ich auch die Faktorisierung einer Menge in der Mathematik oft schreibe. Und definiert wird er ja wieder durch fünf Bestimmungsstücke, die, wie Sie schon sehen, auch viel mit Faktorisierung zu tun haben. Also hier Strich-Tilde sehen wir hier an mehreren Stellen. Die Zustände dieses neuen quotientenautomaten sind zunächst mal die Äquivalenzklassen des All. Und das ist einfach nur diese Notation, die sagt einfach, wir nehmen die Menge aller Äquivalenzklassen von Q bezüglich dieser Äquivalenzrelation Tilde. Die Äquivalenzrelation Tilde, Sie erinnern sich natürlich, ist die Relation, die zwei Zustände immer genau dann äquivalent macht, wenn sie sich als Startzustand gleich verhalten würden. Das heißt, wenn von ihnen ausgehend die, der Automat die gleichen Wörter akzeptieren und verwerfen würde. Das ist eine sinnvolle Herangehensweise, weil man bei endlichen Automaten immer nur nach vorne schaut. Das, was geschehen ist, ist geschehen. Das interessiert uns nicht mehr. Wir wollen nicht wissen, wie wir zu einem Zustand hingelangen, sondern für die Akzeptanz des verbleibenden Wortes ist es nur noch von Bedeutung zu wissen, was man von einem Zustand, in dem man gerade ist, aus in Zukunft noch tun kann, beziehungsweise was da noch akzeptiert wird. Und wenn also zwei Zustände äquivalent sind, in diesem Sinne, dass man das Gleiche von ihnen aus akzeptieren kann, dann kann man sie gut und gerne verschmelzen, denn sie werden in jedem Lauf, in dem sie auftreten, äh, letztlich das gleiche Verhalten zeigen. Okay, und das ist also das, was äh, wir hier darstellen mit dieser faktorisierten Zustandsmenge. Es ist hier nochmal aufgeschrieben. Äh, das ist aber wirklich nur die ganz normale mathematische Definition. Diese faktorisierte Zustandsmenge ist die Menge aller Äquivalenzklassen für einen Zustand aus Q. Und Sie erinnern sich, diese Äquivalenzklassen können auch manchmal gleich sein, obwohl sie verschiedene Zustände haben. Also wenn ich einen Zustand Q1 habe und einen anderen Zustand Q2 und die sind äquivalent, dann haben sie die gleiche Äquivalenzklasse. Das heißt, für diese zwei Zustände wird letztlich nur eine Äquivalenzklasse hier in dieser Faktorisierung vorhanden sein. Und das ist der Grund, warum die Menge der Zustände kleiner wird mathematisch gesehen. Und das ist der, die Art, wie das Verschmelzen ähm, technisch dargestellt wird. Okay. Ähm, als nächstes müssen wir die Übergangsfunktion definieren. Da habe ich auch eine Tilde geschrieben, aber das ist jetzt keine Standarddefinition, die man wie bei der Menge einfach für jede beliebige Menge so machen könnte, sondern das ist eine spezifische Definition hier für den Übergang bei Automaten. Ähm, die Idee ist aber wieder so, dass wir äh, das Verhalten äh, direkt aus dem ursprünglichen Automaten holen und einfach an jeder Stelle nur, wo Zustände stehen, Äquivalenzklassen von Zuständen verwenden. Also, konkret delta tilde von, einem, von der äquivalenzklasse eines zustands q ausgehend wird wenn das zeichen a eingelesen wird ähm, uns bringen zur äquivalenzklasse des zustandes den man von q aus mit a erreicht hätte ja. also im prinzip schiebe ich die klammern nur nach außen ähm, wenn man so etwas schreibt, muss man sehr vorsichtig sein. Ja? Also da äh, lauern gewisse Gefahren, wenn man eine Definition so angibt. Und der Grund ist, dass man äh, sich hier äh, vielleicht äh, täuscht äh, durch die Notation, weil die Notation uns den Eindruck vermittelt, dass das, was wir hier machen, spezifisch ist für Q. Ja, also ich schreibe hier Delta tilde von irgendwas, was mit Q zu tun hat, wird definiert durch irgendetwas, was mit Q zu tun hat. Schön und cool. Aber in Wahrheit steht ja diese eckige Klammer hier mit dem Q für eine Menge von Zuständen. Um mal bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, wenn ich jetzt zwei Zustände Q1, Q2 habe, die äquivalent sind, dann würde die Äquivalenzklasse von Q1 die Menge aus Q1 und Q2 sein und die Äquivalenzklasse von Q2 ebenfalls die Menge von Q1 und Q2 sein. Und das ist nur eine einzige Menge, nur ein einziger Zustand. Ich habe lediglich zwei verschiedene Möglichkeiten, diesen Zustand zu benennen. Also in meiner. Mathematischen Sprache hier. Könnte ich schreiben Äquivalenzklasse von Q1 oder ich könnte schreiben Äquivalenzklasse von Q2 und das würde die gleiche Menge bezeichnen. Das heißt also, die Wahl des Vertreters, die Art, wie ich das gerne bezeichnen möchte, bestimmt nicht äh, unbedingt die äh, genaue Identität dieses, äh, dieser Menge, beziehungsweise der Vertreter ist, ist nicht eindeutig. Ich kann verschiedene Vertreter wählen für dieselbe Menge. Und ähm, Deshalb muss es uns schon irgendwie ein bisschen Sorgen bereiten, wenn wir dann den Wert der Funktion für diesen Input, Menge Q1, Q2 zum Beispiel, definieren, ähm, ausgehend von einer Funktion, die angewendet wird auf den gewählten Vertreter. Also hier in dem Fall Delta Qa ist ja die Übergangsfunktion des originalen Automaten angewendet auf Q. Ja, und wenn ich jetzt zwei mögliche Vertreter habe, Q1, Q2, könnte ich entweder Q1 hier schreiben oder Q2 und das. Kann natürlich sein, dass ich von Q1 aus mit A zu einem anderen Zustand komme, als wenn ich von Q2 aus mit A einen Übergang mache. Das ist sogar ziemlich wahrscheinlich. Ähm. Und insofern könnten wir jetzt die Sorge haben, dass diese Definition überhaupt keine richtige Definition ist, weil wir äh, für die Übergangsfunktion Delta-Tilde verschiedene Ergebnisse fordern, einfach nur abhängig von den Schreibweisen, die wir dafür wählen. Also äh, das Ergebnis, was wir, hier hin, äh, was wir hier definieren für diese Funktion, muss ja eindeutig sein. Und es sollte unabhängig davon sein, ob wir jetzt Q1 oder Q2 geschrieben haben, wenn es diese beiden Möglichkeiten zum Beispiel gegeben hätte. Okay, und das muss man nachprüfen, um sicherzugehen, dass es wirklich funktioniert. Und äh, in dem Fall äh, sehen Sie vielleicht schon, äh, ist das so, das funktioniert wirklich. Und, und der Grund ist einfach der, dass äh, zwei, die A-Nachfolger zweier äquivalenter Zustände, Q1, Q2 zum Beispiel, ebenfalls äquivalent sein müssen. Ja, also Nachfolger von äquivalenten Dingen sind äquivalent. Das heißt also, wenn ähm, ich zwei verschiedene Elemente in dieser Äquivalenzklasse habe, ähm, dann werden auch die Nachfolger dieser verschiedenen Elemente wieder äquivalent sein. Und das bedeutet, sie sind in der gleichen Äquivalenzklasse. Und das heißt, das Ergebnis der Funktion ist immer das gleiche, nämlich die Äquivalenzklasse der Nachfolger. Es gibt nur eine solche Klasse. Man kann nicht in zwei verschiedene Äquivalenzklassen kommen, wenn man einen unterschiedlichen Vertreter wählt. Das ist das, was wir mit Verträglichkeit zwischen äh, Nachfolgerrelationen und dieser Äquivalenz von Zuständen vorher schon mal besprochen haben oder bezeichnet haben. Okay, aber es ist wichtig, dass man das sich überlegt, weil man kann sich ansonsten sehr leicht äh, äh, selbst täuschen. Ja, wenn man sowas hinschreibt, sieht super aus und äh, klingt ganz plausibel, aber äh, könnte sein, es ist einfach nur Humbug und ergibt keinen Sinn mathematisch. Ja? Okay, das letzte äh, ist auch wieder eine einfache Faktorisierung von einer Menge. Hier passiert äh, nichts Besonderes. Da nehmen wir einfach die Menge der Endzustände ähm, und betrachten all deren Äquivalenzklassen. Und die Äquivalenzklassen von Endzuständen sind die neuen Endzustände. Das ist die ganze Idee. Auch hier ist es allerdings sinnvoll, wenn die ähm, Zustände oder die Endzustandseigenschaft, die wir hier brauchen, kompatibel ist mit dieser Relation. Das heißt, wir wollen eigentlich nicht, dass in einer, End, äh, einer Äquivalenzklasse von Endzuständen nicht Endzustände mit reinkommen. Also wir wollen nicht, dass jemals ein Endzustand und ein Nicht-Endzustand äquivalent sind, sondern es wäre gut, wenn in jeder dieser Zustands, dieser Äquivalenzklassen, die wir hier für die Endzustände bilden, auch wirklich nur Endzustände des originalen Automaten sich finden. Und auch das kann man sich überlegen. Auch das gilt. Ähm, wir haben also nicht nur die Verträglichkeit der Relation mit der Übergangsrelation, äh, mit der Übergangsfunktion, sondern wir haben auch die Verträglichkeit der Relation mit den der Endzustandseigenschaft sozusagen. Ja, das steht beides hier nochmal darunter. Diese Definition ergibt Sinn. Erstens, weil die Äquivalenzrelation verträglich ist mit der Übergangsfunktion. Und zweitens, weil die Äquivalenzrelation verträglich ist mit der Endzustandseigenschaft. Und das ähm, haben wir noch nicht weiter gezeigt. Da können Sie mal drüber nachdenken als Übung. Wieso gilt das eigentlich? Ja, sollte hoffentlich nicht allzu schwer sein. Okay, und damit wissen wir jetzt, dass diese Definition zumindest mal den Namen Definition verdient. Das heißt, sie ist mathematisch gesehen wohl definiert. Ähm, das heißt immer noch nicht, dass sie etwas Sinnvolles tut oder dass wir damit arbeiten können, aber zumindest definiert sie erstmal irgendwas. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Ähm, als nächstes möchte ich mal ein Beispiel zeigen, damit Sie auch mal sehen, wie das in der Praxis funktioniert. Hier ist wieder ein ganz, ganz einfacher Automat. Wir sehen später auch noch ein bisschen ein aufwendigeres Beispiel, aber diesen hier kennen Sie schon aus dem letzten Video. Er hat drei Zustände und wir hatten festgestellt, dass in dieser Situation A und C äquivalent sind, weil man von ihnen ausgehend die gleichen Wörter akzeptieren kann. Nämlich alle Wörter, die in 1 Stern 0 sich befinden. Kann ich sowohl von A aus akzeptieren als auch von C aus. Okay, die sind also äquivalent. B ist nur zu sich selbst äquivalent. Das heißt, wir erhalten diese beiden Klassen, die hier in Gelb dargestellt sind. Und Sie können sich jetzt vorstellen, wie die Elemente in diesen Klassen miteinander verschmelzen. A und C wandern aufeinander zu, der Pfeil hier krümmt sich, diese beiden Pfeile, diese beiden Nullen wandern ineinander und es entsteht letztlich dieser Automat hier. Der Quotientenautomat, der nur noch einen Zustand hat für die Äquivalenzklasse AC und einen Zustand für die Äquivalenzklasse B und die entsprechenden Übergänge. Und das ist genau das, was wir auch mit der Definition mit der mathematischen Definition erhalten. Und es ist natürlich, wenn Sie sich jetzt anschauen, ein bisschen wegtreten vielleicht von diesen, äh, vom, vom Detail hier dieser Beschriftungen, dann äh, ist das natürlich auch genau der äh, kleinere Automat, den wir im letzten Video schon mal gesehen hatten. Und äh, der uns gezeigt hatte, dass das noch nicht minimal ist, was hier oben steht. Ja, also, das äh, ist ein Automat, der die gleiche Sprache akzeptiert, aber mit weniger Zuständen. Und es sieht genauso aus wie der, den wir da schon mal hatten. Das ist kein Zufall. Okay. Gut, also, so funktioniert das. Ähm, wir sehen, wie gesagt, gleich noch ein paar mehr Beispiele. Vorher möchte ich aber erstmal über die äh, Korrektheit dieses Verfahrens sprechen. Ja, also, äh, wir sollten schon sicherstellen, dass das wirklich funktioniert, was wir hier machen. Und ähm, das ist zusammengefasst in diesem Satz. Für jeden totalen DFAM gilt, die Sprache von M ist gleich der Sprache des Quotientenautomaten von M. Die Sprache ändert sich nicht bei diesem Zusammenziehen. Das wollen wir zeigen. Und ähm, in manchen Fällen, wenn ich sowas gezeigt hatte in der Vergangenheit, Gleichheit von zwei Sprachen, hatte ich die Richtungen unterschieden, hatte erst gezeigt, dass die linke Seite in der rechten enthalten ist und dann, dass die rechte in der linken enthalten ist. In diesem Fall können wir beide Richtungen in einem äh, Durchgang machen mit einem Argument. Das heißt, ich werde die Seiten nicht oder die Richtungen nicht unterscheiden. Ich werde aber etwas tun, was ich äh, in den vorangegangenen Beweisen auch schon oft gemacht hatte, nämlich ich werde ähm, den Beweis führen, indem ich ein beliebiges Wort mir äh, anschaue und zeige, dass für ein beliebiges Wort, was auf der linken Seite enthalten ist, wir finden, dass auch in der rechten Seite enthalten ist und umgekehrt. Also, das heißt, ich äh, zeige diesen Beweis über Mengen von Wörtern, indem ich den Beweis für ein einziges Wort zeige, was aber beliebig ist und weil es für jedes beliebige Wort funktioniert, weiß ich dann, es funktioniert für alle und das ist der gesuchte Beweis. Okay, gut. Ähm, wie funktioniert es jetzt konkret? Naja, ich fange mal auf der linken Seite an und äh, beginne also mit dem, was dort äh, gilt, nämlich dass das Wort, ich habe jetzt ein beliebiges Wort mir angeschaut, was äh, das soll in dieser Sprache sein. Ja, und ich möchte gerne zeigen, ein Wort ist in dieser Sprache genau dann, wenn es in dieser anderen Sprache ist. Also dahin möchte ich irgendwie kommen. Und das mache ich über mehrere Zwischenschritte. Ähm, das geht nicht in einem Schritt. Ich muss in kleinen äh, äh, Tippelschritten hier vorgehen, bis ich das, äh, um das klar zu sehen. Ja, also, dass jeder Schritt so klein ist, dass man ganz klar sehen kann, dass er funktioniert. Der erste Schritt, wie so oft bei solchen Beweisen, ist einfach nur die Anwendung der Definition. Also, äh, ein Wort ist in der Sprache des Automaten. Was bedeutet das überhaupt? Das hatten wir mal definiert. Und ähm, das bedeutet natürlich, dass der Automat, wenn man im Startzustand beginnt und dann das Wort einliest, in einen Endzustand kommt. Ja, verallgemeinerte Übergangsfunktion führt uns zu einem Endzustand. Das ist einfach nur die Definition. Aber oftmals beginnen Beweise so. Oftmals hilft es, wenn man erstmal aufschreibt, was eigentlich dahinter steht, hinter den Dingen, die man behauptet. Und dann fällt einem meistens schon auf, wie man den Beweis konstruieren kann oder welche, welches. Äh, interessanten äh, Dinge man da sieht, die vielleicht irgendwie weiterhelfen. Okay, in dem Fall haben wir also das äh, als Erkenntnis. Es gibt hier irgendwie einen Endzustand, den man erreichen kann. Jetzt müssen wir irgendwie zum Quotientenautomaten kommen. Das heißt, wir sollten irgendwie eine Beziehung zu diesen ähm, Äquivalenzklassen, die der Quotientenautomat als Zustand, Zustände verwendet, herstellen. Und ähm, das können wir machen. Wir können in dem Fall tatsächlich einfach die Äquivalenz Klassen auf beiden Seiten bilden. Also wir sagen jetzt, gut, wenn dieser Zustand in der Menge F ist, dann wissen wir, dass auch die Äquivalenzklasse des Zustandes in der Faktorisierung der Menge F ist. Und wenn Sie das von oben nach unten lesen, also wir haben ja hier ein genau dann wenn ja, es muss in beide Richtungen gelten. Wir wollen das alles in einem Durchlauf machen. Aber wenn Sie es von oben nach unten lesen, dann steht da nur, wenn ein Zustand, der hier diese lange Bezeichnung hat, ein Endzustand ist, dann ist die Äquivalenzklasse dieses Zustandes in der Menge der Äquivalenzklassen der Endzustände. Das ist einfach die Definition gewesen von, von, diesen, von dieser f'-Tilde-Menge, äh, äh, die ich für den Quotientenautomaten schon angegeben hatte. Also ähm, es ist es klar, diese Menge besteht ja genau aus den Äquivalenzklassen von Endzuständen. Das heißt, wenn das so ein Endzustand ist, dann ist der, dessen Äquivalenzklasse auch sicher da drin. Okay, das ist von oben nach unten. Sie müssen aber auch bedenken, wir wollen genau dann, wenn, das heißt, wir wollen auch von unten nach oben, das heißt, es sollte auch gelten, wenn irgendeine Äquivalenzklasse für einen Zustand, der so beschrieben wird, in der äh, faktorisierten Menge hier sich befindet, dann sollten wir daraus schlussfolgern können, dass der entsprechende Zustand auch ein Endzustand war. Und das ist das, äh, was, wir, was ich zuvor angemerkt hatte und wo Übung stand und was man jetzt noch äh, mal nachprüfen müsste, dass das wirklich gilt. Also, wenn ich hier einen beliebigen Vertreter wähle aus einer Menge, die in, des, in dieser Faktorisierung der Endzustandsmenge gelandet ist, dann ist auch dieser Vertreter selbst ein Endzustand. Oder mit anderen Worten, Endzustände sind nur äquivalent zu Endzuständen und nicht zu Dingen, die nicht Endzustände sind. Muss man schauen, sollte aber intuitiv sein. Okay. Was steht jetzt hier? Naja, wir sind schon einen Schritt weiter gekommen. So eine Äquivalenzklasse, das Ding in eckigen Klammern, ist ja ein Zustand im Quotientenautomaten. Und diese faktorisierte Menge auf der rechten Seite, die ist ja die Menge der Endzustände des Quotientenautomaten. Das heißt, was hier steht, ist, ein bestimmter Zustand des Quotientenautomaten ist ein Endzustand des Quotientenautomaten. Und das ist ja, wenn man zeigen will, dass ein bestimmtes Wort vom, äh, von diesem Automaten akzeptiert wird, schon mal ein guter Schritt. Die Intuition ist natürlich, dass dieser Endzustand, der hier angegeben ist, der ist, den man erreichen wird, wenn man vom äh, Startzustand des Quotientenautomaten aus das Wort W einliest. Dann soll man genau in diesen Endzustand kommen und das würde dann uns die Akzeptanz geben. Okay, das ist aber noch nicht das, was hier steht. Wir würden eigentlich, also hier ist ja erstmal nur die Äquivalenzklasse von einem Zustand gebildet, der aus der Übergangsfunktion des ursprünglichen Automaten entstanden ist. Wir würden gerne übergehen zu einer anderen Formulierung, bei der wir nämlich ähm, vom, die, die Übergangsfunktion nehmen des Quotientenautomaten, das Delta-Tilde, und mit dieser Übergangsfunktion, wenn wir W einlesen, vom Startzustand aus des Quotientenautomaten in die Endzustände des Quotientenautomaten kommen. Ist das das gleiche? Können wir das einfach so schreiben? Ja? Das, was ich schreiben möchte, ist das hier. Delta-Tilde vom Quotienten des von, von der Äquivalenzklasse des Startzustands aus mit W bringt uns ebenfalls in diese Menge. Also ich möchte diesen Ausdruck durch diesen ersetzen. Ähm, und die Frage ist jetzt, ist das wirklich der gleiche Zustand, den wir da beschreiben? Äh, das ist nicht komplett offensichtlich, das folgt nicht sofort, deshalb steht hier Lemma. Sternchen, das ist ein Hilfssatz, den wir vielleicht noch, äh, pardon, Sternchen, Herzchen natürlich. Ähm, Lämmer, Herzchen, ähm, das äh, wollen, äh, de, das müsste man jetzt erst noch beweisen, aber es scheint erstmal intuitiv. Warum ist das intuitiv? Naja, weil es zum Beispiel in der Definition fast genauso stand, ja. Als wir die Definition gegeben haben für Delta-Tilde, haben wir ähm, geschrieben, dass Delta-Tilde für ein einziges Eingabesymbol A ähm, definiert ist als Delta für A und dann davon. Die Äquivalenzklasse. Das heißt also für, für Wörter, die aus einem Buchstaben bestehen, gilt das schon per Definition. Die Neuigkeit hier in diesem Lemma Herzchen ist letztlich nur, dass wir das jetzt für beliebige Wörter behaupten. Also sagen, auch wenn man mehr als einen Schritt macht, wird man ähm, immer wieder in die Äquivalenzklasse des Zustands kommen, den man im äh, ursprünglichen Automaten erreicht hätte, wenn man die Schritte so gemacht hätte. Okay, und das ist sozusagen eine, eine Verallgemeinerung der Definition des Einschrittübergangs auf beliebig lange Übergänge. Es gibt also Hoffnung, dass das irgendwie geht. Okay, gehen wir erstmal davon aus, dass wir das beweisen können. Ähm, dann sind wir schon fast fertig, denn was jetzt hier dasteht, ist vom Startzustand des Quotientenautomaten ausgehend, kommt man mit der Übergangsfunktion des Quotientenautomaten beim Einlesen des Wortes W in einen Endzustand des Quotientenautomaten. Okay, mal abgesehen von der äh, komplizierteren Notation mit den vielen äh, äh, Sonderzeichen ist das Einfach nichts weiter als die Behauptung, dass ein bestimmter Automat ein bestimmtes Wort akzeptiert. Das heißt also, was hier steht, ist W ist in der Sprache des Quotientenautomaten. Okay. Und jetzt haben wir den Anfang und das Ende zusammengebracht. Alles in der Mitte ist äquivalent, genau dann wenn. Das bedeutet, ein beliebiges Wort ist in der linken Sprache, genau dann, wenn es in der rechten Sprache ist. Und das heißt, die Sprachen sind gleich. Fertig. Gut. So, auf die Art können wir das also zeigen fehlt noch das Lemma Stern, das schreibe ich hier nochmal deutlicher auf, damit Sie genau sehen, wie ähm, die Aussage vielleicht auch ein bisschen allgemeiner als hier für diesen speziellen Fall q0 heißen kann. Für beliebige q in q gilt äh, und für beliebige Wörter w in Sigma Stern äh, gilt, dass die ähm, Äquivalenzklasse des Zustandes, den man von q aus mit w erreicht, gleich ist dem Quotientenzustand, den man erreicht von der Äquivalenzklasse von q aus, wenn man im Quotientenautomaten das Wort b liest. Okay, und das ist wie gesagt eine Verallgemeinerung der, ähm, des Falls für äh, den, die einelementigen Wörter und äh, um das zu verallgemeinern, können Sie eine Induktion machen. Machen Sie es mal, es ist es hoffentlich nicht allzu schwer, ja, äh, aber es ist eine gute Übung, um die ähm, verschiedene Teile der Induktion nochmal sich in Erinnerung zu rufen. Wir haben das jetzt oft genug gemacht. Ich werde das jetzt nicht auf den Folien nochmal zeigen. Okay, gut. Wir glauben also jetzt, dass dieser Quotientenautomat korrekt ist. Und ja, Sie sehen, es ist es eigentlich alles sehr kurz, aber man kann, auch wenn das ein wenig Schreibarbeit ist, kann man trotzdem über jeden Übergang einige Zeit lang nachdenken, bis man ihn richtig verstanden hat. Und das sollte man auch tun, damit man wirklich ähm, nachvollziehen kann, was hier passiert. Okay. Alles klar, jetzt äh, wissen wir, es ist korrekt. Jetzt sollten wir als nächstes uns fragen, wie können wir das praktisch nutzen? Wie können wir rechnen mit diesem Automaten? Denn bisher hatte ich ja nur ganz kleine Beispiele und da haben wir uns mehr oder weniger die Äquivalenzrelation durch, durch scharfes Hinsehen überlegt. Und dann haben wir sie angewendet. Aber das ist noch kein sehr klarer Algorithmus. Ich hätte lieber noch ein bisschen eine ähm, festere Vorschrift dafür, wie das funktionieren soll. Und um dahin zu kommen, machen wir ein paar ganz einfache Bemerkungen, die aber sehr schön funktionieren werden. Die Bemerkungen, die hier stehen, sind Dinge, die wir schon vorher gesehen haben. Nämlich, wenn Q1 und Q2 äquivalent sind, dann ist Q1 ein Endzustand genau dann, wenn Q2 ein Endzustand ist. Das hatte ich vorher als Übung aufgeschrieben. Ja? Glauben Sie mir hoffentlich auch schon. Okay, also das gilt für äquivalente Zustände. Sie sind immer beide Endzustände oder beide Nicht-Endzustände. Und das Zweite hatten wir auch schon bemerkt, wenn zwei Zustände äquivalent sind, dann sind auch ihre Nachfolge äquivalent für beliebige Zeichen A. Das wissen wir, wenn dann. Und ähm, was wir jetzt aus diesen Implikationen nehmen können, also wenn das gilt, dann gilt das, ist eine Implikation, ähm, ist, äh, dass natürlich auch ihre Umkehrung gilt, ihr äh, kontrapositiv, wie man sagt. Also aus äh, wenn A, dann B folgt ebenso. Wenn nicht b, dann nicht a. Ja, also äh, das sollte hoffentlich logisch erscheinen. Äh, wenn nicht, schauen Sie sich später mal ein Video aus dem Logikteil an. Da werden wir sowas auch nochmal besprechen. Ähm, das heißt also, wir können hier Schlussfolgern: Wenn äh, ein Zustand ein Endzustand ist und ein anderer nicht, dann sind die beiden nicht äquivalent. Also sonst wäre es ja ein Widerspruch, wenn sie äquivalent wären. Dann müsste die Situation anders aussehen. Ebenso, wenn die Nachfolger zweier Zustände nicht äquivalent sind für irgendein Zeichen A, dann sind die Zustände selbst nicht äquivalent. Und was wir ähm, hier also in diesem, in diesem unteren blauen Kasten haben, sind zwei Regeln, mit denen man die Nicht-Äquivalenz von Zuständen ableiten kann. Aus Dingen, die man äh, am Automaten ablesen kann. Das heißt also, wir werden jetzt für unseren Algorithmus einen. Äh, Trick anwenden in der Hinsicht, dass wir, den, dass wir das, was wir berechnen, umkehren. Wir berechnen nicht direkt die Äquivalenzrelation, sondern wir berechnen schrittweise die nicht-äquivalenten Zustände. Und wenn wir alle nicht-äquivalenten Zustände gefunden haben und es sich keine neuen mehr ergeben, dann ähm, werden alle übrig gebliebenen Zustände äquivalent sein. Das ist die Grundidee. Okay. Ähm, es stellt sich tatsächlich heraus, dass es außer den Nicht-Äquivalenzen, die man durch diese 1- -Strich und 2-Regel erhält, keine weiteren Nicht-Äquivalenzen gibt. Das heißt, das ist wirklich alles, äh, was im Automaten nicht äquivalent ist, ist entweder äh, ist aus einem dieser beiden Gründe nicht äquivalent und wir, wir können damit wirklich die komplette Nicht-Äquivalenz finden. Ähm, indem wir einfach äh, rekursiv oder ich sollte lieber sagen, iterativ diese Regeln anwenden, bis keine neuen Ergebnisse sich mehr finden lassen. Okay. Hier haben Sie einen Algorithmus, der das Nochmal aufschreibt in einer etwas konkreteren Form. Wir haben als Eingabe den Automaten. Ausgabe soll diese Äquivalenzrelation sein, aber wir berechnen als äh, Weg dahin die Nicht-Äquivalenzreaktion. Zunächst einmal wissen wir gar nichts. Wir, gehen, wir initialisieren diese Nicht-Äquivalenzreaktion mit der leeren Menge. Ähm, keine Nicht-Äquivalenzen sind bekannt. Dann wenden wir Regel 1 an. Das heißt, für jedes Paar von Zuständen P und Q aus der Menge aller Paare von Zuständen Q Kreuz Q. Falls Q in einem einen Endzustand ist und P kein Endzustand ist, dann speichern wir, dass Q nicht äquivalent ist zu P. Und das schreibe ich mal in Anführungszeichen. Wie genau dieses Speichern funktioniert, werden wir gleich noch sehen. Okay, das ist also Regel 1. Ähm, Regel 2, für jedes Paar P, Q und P, das äh, in der Menge der Zustandspaare ist und nicht schon als nicht äquivalent bekannt ist. Ja, die nicht äquivalenten ziehen wir hier gleich ab. Und für jedes Symbol a ähm, prüfen wir, ob wir wissen nach dem aktuellen Stand unserer Berechnung, dass die Nachfolger von q und p unter a nicht äquivalent sind. Und wenn sich das herausstellt, dass die beiden nicht äquivalent sind, die Nachfolger dann, dann speichern wir auch hier wieder, q ist nicht äquivalent zu p. Und das müssen wir jetzt wiederholen. Und zwar so lange, bis es keine Änderungen mehr gibt. Wiederholen müssen wir natürlich nur die zweite Regel. Die erste Regel hängt nur vom Automaten ab und er ändert sich ja nicht. Da werden wir nichts Neues finden. Wenn wir die einmal angewandt haben, dann ist, ähm, die, äh, die, ist das Ergebnis äh, vollständig berechnet. Aber die Regel 2 kann immer wieder angewendet werden, weil sie davon abhängt, welche Nicht-Äquivalenzen wir schon gefunden haben. Und je mehr Nicht-Äquivalenzen wir finden, desto mehr neue Nicht-Äquivalenzen können wir weiterfinden. So entstehen immer immer mehr äh, nicht äquivalente Zustandspaare. Aber irgendwann ähm, stoppt das, irgendwann finden wir nichts Neues. Ist auch klar, ja. Also äh, es gibt ja nur endlich viele Paare, die nicht äquivalent sein können. Und im, im Extremfall ist, ist, sind alle Zustandspaare nicht äquivalent, außer die Zustände mit sich selbst. Und äh, auch dann wird das natürlich nach endlich vielen Schritten enden. Okay. Und das Ergebnis, was wir ausgeben, das soll ja die Äquivalenzrelation sein, ist jetzt einfach die Menge aller äh, Zustandspaare abzüglich der Nicht-Äquivalenzen. Also wir komplementieren diese, äh, dieses Ergebnis und das wird dann das sein, was wir wollen. Okay, <laughs> so können wir das also machen. Jetzt äh, könnten wir den schon anwenden, den Algorithmus. Ähm, wir müssten aber vielleicht noch klären, was mit Speichere Q nicht-Äquivalent P am besten ähm, gemeint ist oder am ehesten gemeint ist. <laughs> und dazu lohnt es sich. Über die Eigenschaften dieser nicht ein bisschen nachzudenken. Man könnte natürlich das ganz naiv angehen, so steht es hier oben. Ja, ich könnte einfach sagen, ich speichere das als eine Menge von Paaren und jedes Mal, wenn ein neues Paar hinzukommt, QP, dann füge ich das Paar in zwei Richtungen hinzu, also QP und PQ, und füge das in meine Menge ein. Das heißt, die Menge wird auf die Art immer größer und das kann man so machen, das könnte man auch so implementieren, das ist okay. Aber es ist mehr Arbeit als nötig. Ähm, weil wir ja ein paar allgemeine Dinge über diese nicht relation wissen, die ähm, man hier anwenden kann. Zum einen wissen wir, dass sie irreflexiv ist, ja, denn sie ist das Komplement einer reflexiven Relation. Ja? Das, sie wissen, die Äquivalenz ist eine Äquivalenzrelation, das heißt, sie ist transitiv, reflexiv, symmetrisch. Und ähm, das heißt, alle äh, Zustände sind zu sich selbst äquivalent und die, das Komplement davon ist dann irreflexiv. Kein Zustand ist zu sich selbst nicht äquivalent. Das heißt also, Paare der Form QQ muss ich überhaupt niemals speichern in diesem Schema und äh, muss mir darüber auch keine Gedanken machen, wie man die speichern könnte. Okay, das heißt, äh, das kann man äh, ausschließen. Außerdem ist die Nicht-Äquivalenz symmetrisch. Das ist schon hier oben dargestellt in der Art, wie ich das speichern müsste. Ähm, das ist auch etwas, äh, was ähm, automatisch eintritt, weil die, äh, ihr Komplement die Äquivalenzrelation ist. Ja, das Komplement einer symmetrischen Relation muss ebenfalls symmetrisch sein. Ja, Obacht, Komplemente von reflexiven Re äh, Relationen sind irreflexiv, aber Komplemente von symmetrischen Relationen sind ebenfalls symmetrisch. Ähm, sollte nicht weiter überraschen, wenn Sie mal drüber nachdenken, aber trotzdem ähm, aufgepasst. Ähm, gut, das heißt. Äh, man muss eigentlich nur eines der beiden paare betrachten und speichern. es reicht immer aus. und das heißt, der algorithmus kann sich arbeit sparen, indem er diese symmetrie ausnutzt und jede kombination von zuständen nur ein einziges mal betrachtet und dabei die kombination von zuständen mit sich selbst auslässt. wie lässt sich das jetzt am besten organisieren? na ja, zumindest wenn man das per hand auf einem blatt papier zum beispiel durchführt, dann? bietet sich an, das in ein entsprechendes äh, Schema einzutragen, nämlich in eine äh, solche Tabelle oder Halbtabelle. Ähm, hier im Beispiel, wenn ich einen Automaten mit fünf Zuständen habe, dann kann ich die entsprechende Nicht-Äquivalenzrelation in so einer Halbtabelle hier ähm, speichern, indem ich einfach ähm, als Beschriftung der Spalten, die ersten vier Zustände in ihrer Reihenfolge angebe, A, B, C, D, und dann als Besp äh, Beschriftung der Zeilen die letzten vier in umgekehrter Reihenfolge, E, D, C, B. Und auf diese Art habe ich die Ecke hier links oben und ähm, jedes, jede Kombination unterschiedlicher Zustände kommt genau einmal hier vor. Die reflexiven Fälle kommen nicht vor und es kommt auch nichts doppelt vor. <laughs> okay, das heißt, das spart mir. Äh, eine gewisse Menge an Feldern, die in dem Fall irrelevant sind. Okay, und so wollen wir das jetzt machen, so wollen wir den Algorithmus anwenden, äh, indem wir äh, in so ein Schema eintragen. Und dazu habe ich ein etwas umfänglicheres Beispiel nochmal hier vorbereitet, was wir jetzt äh, umwandeln wollen, indem wir den Quotientenautomat bilden. Okay, das ist unser Automat. Hier links und rechts, 1 und 2 stehen nochmal in Kurzfassung. Die Regeln, die wir anwenden wollen, um neue Nicht-Äquivalenzen zu finden. Unterschiedliche ähm, Zugehörigkeit zu F impliziert die ähm, Nicht-Äquivalenz und Nicht-Äquivalenz der Nachfolger impliziert ebenfalls die Nicht-Äquivalenz. Und das werden wir jetzt anwenden. Wir fangen mit Regel 1 an. Alle Paare, in denen ein Endzustand vorkommt und ein Nicht-Endzustand, sind nicht äquivalent. Und da sehen wir leicht, es gibt nur einen Endzustand. Das heißt, dieser eine Endzustand E ist zu allen anderen Zuständen nicht äquivalent. A, B, C, D. Und das können wir jetzt eintragen. Und wie trage ich das ein? Sie könnten im Prinzip in dieser Tabelle einfach Kreuzchen setzen, um zu markieren, dass die zwei Zustände in dieser Überschneidung nicht äquivalent sind. Aber ich mache mir noch eine kleine Hilfe dazu, die ich ganz praktisch finde. Ich schreibe nämlich in, die entsprechende, in das entsprechende Tabellenfeld ein Wort das mir die Nicht-Äquivalenz beweist oder zertifiziert oder bezeugt. Ja, die, äh, in dem Fall ist es einfach das Wort Epsilon. Ja, sie erinnern sich, zwei Zustände sind äquivalent, wenn sie als Startzustände eines abgewandelten Automaten die gleichen Wörter akzeptieren. Mit anderen Worten, sie sind nicht äquivalent, wenn sie als Startzustände der abgewandelten Automaten nicht die gleichen Wörter akzeptieren. Das heißt, wenn es mindestens ein Wort gibt, was in einem der Zustände akzeptiert und in dem anderen Zustand abgelehnt wird. Und was ich jetzt eintrage in meine Tabelle, ist immer so ein Wort. Und bei Endzuständen ist dieses Wort einfach epsilon. Ja? Also, das, wenn ich e als Startzustand verwenden würde, dann würde das leere Wort akzeptiert werden. Ist ja auch ein Endzustand. Wenn ich dagegen a als Startzustand verwenden würde, dann würde das leere Wort nicht akzeptiert werden, denn ähm, a ist kein Endzustand. Das heißt, epsilon ist ein Zertifikat dafür, dass die beiden nicht äquivalent sind. Und ähm, ja, die Zertifikate brauchen wir nicht für die Berechnung letztlich der Relationen, aber sie können äh, nützlich sein zur Kontrolle, wenn man doch irgendwo mal einen Fehler gemacht hat. Dann kann man äh, direkt in ein Feld schauen und nachprüfen, ob das, was dort steht, wirklich äh, in der Akzeptanz sich unterscheiden würde, so wie man das will. Okay. Und das haben wir jetzt, wie gesagt, bei allen vier ähm, Zustandspaaren hier mit E. Und damit haben wir die Regel 1 vollständig angewendet. Ähm, jetzt gehen wir systematisch durch die anderen Ze Ein Felder der Tabelle und betrachten die entsprechenden Paare. Der erste Eintrag hier ist äh, bei AD und äh, die beiden Zustände sind hier hervorgehoben und wir fragen jetzt, sind die beiden äquivalent oder beziehungsweise können wir nicht Äquivalenz dieser Zustände auf der, aufgrund der zweiten Regel äh, ermitteln. Und da zeigt es sich, dass das geht. Wir müssen hier jetzt jedes beliebige Zeichen A, also in dem Fall 1 und 0, betrachten und äh, schauen, ob man vielleicht mit, einem, äh, mit dem Zeichen zu Zuständen gelangt, die schon als nicht äquivalent bekannt sind. Und das ist ziemlich schnell gefunden. Hier haben Sie die, äh, mit 0 einen Übergang zu B und bei D haben Sie mit 0 einen Übergang zu E und wir wissen, B und... E sind bereits nicht äquivalent mit dem Wort Epsilon. Und äh, das heißt, ich habe hier auch wieder nicht, nicht Äquivalenz und ich kann als äh, Zertifikat für diese Nicht-Äquivalenz das Wort eintragen, was ich erhalte, wenn ich diesen ersten Übergang nehme, also 0 in dem Fall, und daran anhänge das Zertifikat, was in dem anderen Feld gestanden hat, das leere Wort. Also das heißt, das Zertifikat ist einfach 0. Das ist das Wort, was in ähm, einem der Zustände, nämlich in D, akzeptiert würde aber von dem anderen aus, von A aus nicht akzeptiert wird. Okay. Gut, so haben wir das also schon geklärt. Äh, die, den Fall 1 müssen wir nicht betrachten. Die, wir wissen ja jetzt schon, dass die beiden nicht äquivalent sind. Nächster Fall, BD. Auch hier gibt es wieder ähm, mehrere Möglichkeiten äh, für Übergänge. Mit 0 kommen wir allerdings in beiden Fällen zum Endzustand E. Das bedeutet, äh, das ist sicherlich kein ein paar von nicht-äquivalenten Zuständen, denn E ist garantiert zu sich selbst äquivalent, das kommt nicht mal in der Tabelle vor, deswegen. Wenn ich dagegen mit 1 schaue, dann gelange ich zu A und zu C. Da kann ich nachschauen, hier ist das entsprechende Tabellenfeld. Aber auch da sehen wir, dass noch nichts bekannt ist. Also wir haben hier keine Nicht-Äquivalenz eingetragen, das heißt, wir können auch nicht auf die Nicht-Äquivalenz von D und B schließen. Das heißt, für den Moment bleibt dieses Feld so, wie es ist. Wir können da nichts machen. Nächster Fall, C und D. Hier wird es wieder einfacher. Mit 0 kommen wir zu einem Nicht-Endzustand bei, bei C und zu einem Endzustand bei E. Das heißt, die beiden sind nicht äquivalent und auch hier ist das äh, Zertifikat wieder das gleiche wie vorher. A und C, da sehe ich mit 0 komme ich zu B und D. Na gut, da waren wir schon mal gerade bei B und D und konnten nichts darüber aussagen bisher. Und ähm, das heißt, da, da ist keine Nicht-Äquivalenz bekannt. Das heißt, es könnte sein, die beiden sind äquivalent und ich kann also nicht daraus schließen, dass sie sich unterscheiden. Für 0. Für 1 ähm, gelange ich mit A, von A aus zu C und von C aus zu C. Das bedeutet, das entsprechende Paar ist C und C. Ähm, und Daraus ähm, können wir natürlich sicherlich keine Nicht-Äquivalenz folgen, denn C ist äquivalent zu C. Also auch für 1 ändert sich hier nichts. Okay. Als nächstes kommt B und C. Da haben wir wieder den einfachen Fall, dass mit 0 einmal ein Endzustand erreicht wird und einmal nicht. Und auch hier ist wieder das Zertifikat die 0. Und äh, zuletzt A und B. Und auch da passiert das Gleiche. Von A aus komme ich nur zu B, von B aus komme ich zum Endzustand mit 0. Das heißt, auch hier sehen wir Nicht-Äquivalenz sofort. Okay. Ähm, damit sind wir jetzt einmal durch die Tabelle durchgegangen. Äh, das heißt aber nicht, dass der Algorithmus automatisch schon ähm, fertig ist, denn es könnte ja jetzt sein, dass wir Dinge eingetragen haben, die ähm, weiter oben gefehlt haben und die wir jetzt nutzen können, um noch weitere Nicht-Äquivalenzen abzuleiten. Aber wenn Sie aufgepasst haben, dann haben Sie gesehen, dass das hier nicht der Fall war. Die, ähm, der Fall BD, der hier noch offen ist, hatte... Ähm, hat sich nur bezogen aus, auf den Fall AC, der weiterhin offen ist. Das heißt, da haben wir immer noch nichts, was wir nutzen können. Und umgekehrt war AC von BD abhängig, ähm, wo auch nichts eingetragen wurde bisher, so dass auch da nichts Neues passiert. Das heißt also, auch wenn wir jetzt weitere äh, Durchläufe äh, hier versuchen würden für die beiden offenen Felder, würde jeweils sich nichts mehr ändern. Und das heißt, der Algorithmus ist äh, beendet. Wir haben jetzt die Tabelle soweit ausgefüllt. Und äh, können die Äquivalenzrelation bestimmen? Die Äquivalenzrelation ist jetzt die Komplementierung dessen, was wir hier ausgerechnet haben, ähm, und natürlich die, und die reflexive Vervollständigung dazu. Das darf man nicht vergessen. Wir haben ja hier in der Tabelle ähm, viele Felder, von denen wir wissen, dass nie etwas eingetragen wird, äh, in der Diagonale überhaupt nicht äh, mit aufgenommen. Und die müssen natürlich trotzdem im Komplement mit auftauchen. Hier steht es nochmal richtig aufgeschrieben. Wir haben jetzt also die Paare BD und DB die äh, symmetrische äh, Darstellung, die, jetzt, die wir auch weggelassen haben, und AC und CA, das sind die vier interessanten Fälle. Und zusätzlich haben wir noch für jeden Zustand sein, äh, das Paar mit sich selbst. Ja, jeder Zustand ist zu sich selbst äquivalent. Und das ist die Äquivalenzrelation für diesen Automaten. Und damit können wir jetzt einen Quotienten bilden. Was passiert hier? B und D müssen an, miteinander verschmelzen, A und C müssen an, miteinander verschmelzen. Das können Sie jetzt versuchen, wieder sich grafisch darzustellen, was da passiert. Ähm, B und D verschmelzen, dabei verschmelzen auch diese beiden Nullpfeile. Ähm, was passiert hier mit der 1? Naja, die, die von B geht eine 1 zu C, von D geht eine 1 zu A. Auch die werden miteinander verschmelzen, wenn all diese äh, Zustandspaare zusammenfallen. Ebenso die 1, die hier von A nach C geht, wird äh, wieder zu so einer Schlaufe werden auf AC. Das heißt, der Automat, den wir letztlich erhalten, sieht. So aus. Wir haben die beiden Äquivalenzklassen A, C, B, D und dann noch das äh, alleinstehende E und ähm, die entsprechenden verschmolzenen Pfeiler. Okay. Gut, ähm, so geht das und so kann man das ähm, der Reihe nach anwenden. Und ähm, ich denke, das ist auch nicht allzu schwierig. Also es ist ein schöner Algorithmus, den man auch mal ähm, in einer Übung oder Klausur zum Beispiel rechnen kann. Okay, gut. Das also ist der Quotientenautomat. Und zusammengefasst kann ich also jetzt sagen, wie ein Automat reduziert werden kann, um seine Zustandsmenge zu verringern. Da waren nämlich noch mehr Schritte dabei als das, was wir jetzt gesehen haben. Und zwar müssen wir zunächst einmal von einem totalen DFA ausgehen. Unter Umständen müssen wir den erstmal bilden, wenn der nicht so gegeben ist. Und dann sind immer noch folgende Schritte nötig. Zunächst einmal entfernen wir alle unerreichbaren Zustände aus M. Das war die einfachste Form der Verkleinerung, die aber noch nicht ausgereicht hat, um alles zu minimieren und äh, dann berechnen wir aus dem Rest den Quotientenautomaten. Das ist das, was wir als einen reduzierten Automaten MR hier bezeichnen wollen. Und der ist dann wirklich klein. Die Frage ist jetzt, ist das der kleinste Automat oder könnte man es noch äh, besser machen könnte man noch kleinere Automaten finden als das, was man hier kriegt. Und es wird sich herausstellen, dass dem nicht so ist. Das heißt, wir werden sehen, dass das tatsächlich die optimale Konstruktion darstellt. Ähm, das kann ich Ihnen hier äh, nochmal aufschreiben. Also der Absatz, den wir behaupten wollen, ist äh, MR, dieser reduzierte Automat, ist bezüglich der Zustandsmenge der minimale DFA. Oder vielleicht, vielleicht sollte ich sogar sagen, bezüglich der Zustandsmenge der kleinste DFA mit totaler Übergangsfunktion, der die Sprache LM erkennt. Es gibt keinen noch kleineren Automaten. Ähm, das ist immer noch ein bisschen schwammig, die Aussage. Es könnte ja sein, dass es. Ähm, zwar keinen kleineren Automaten gibt, dass es aber schon einen Automaten gibt, der ganz anders aussieht und die gleiche Anzahl an Zuständen hat. Also, vielleicht gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das Problem zu lösen und unterschiedliche minimale Automaten, unter denen wir dann immer noch den besten uns für unsere Zwecke heraussuchen müssten. Ähm, das ist aber ebenfalls nicht der Fall, sondern es stellt sich heraus, dass dieser minimale Automat in gewisser Weise eindeutig ist, dass es genau einen solchen Automaten gibt. Ähm, Ganz kann das natürlich nicht stimmen, denn Sie wissen ja, wenn ich einen bestimmten Automaten habe, kann ich ähm, einfach einen anderen Automaten bilden, indem ich die Zustände anders nenne. Ich kann Umbenennung von Zuständen durchführen und es wird an der Sprache nichts ändern. Es ändert auch an der Struktur nichts. Der Automat sieht, wenn man ihn sich grafisch vorstellen würde, genauso aus. Er hat nur andere Beschriftungen. Und ähm, das sind natürlich trotzdem mathematisch gesehen nicht die gleichen Automaten und auch nicht die gleichen Zustandsmengen. Ähm, das heißt. Äh, ich muss hier noch ein bisschen vorsichtiger sein, wenn ich sagen will, in welchem Sinne der, der, dieser minimale Automat eindeutig ist. Und das steht, äh, wie man das richtig macht, steht hier geschrieben. Ähm, alle minimalen endlichen deterministischen Automaten mit totaler Übergangsfunktion, die die Sprache LM erkennen, sind bis auf Umbenennung von Zuständen gleich also es gibt nicht nur einen, es gibt viele, aber die entstehen nur dadurch, dass man zustände anders nennt. und äh, in solchen fällen spricht man auch von isomorphie. ja, isomorphie kennen sie auch aus anderen gebieten der mathematik. Äh, im prinzip bedeutet das in jedem fall oder so etwas wie gleich bis auf umbenennung von irrelevanten details. Ja? also äh, die zustandsübergangsgrafen, zum beispiel, würden im prinzip genau gleich aussehen. das ist isomorph. Okay, das heißt also, der minimale Automat ist in diesem Sinne eindeutig. Und ähm, was das aber auch bedeutet, ist, da ja der ähm, reduzierte Automat sich aus einem gegebenen Automaten M ergibt, äh, ist überraschenderweise ja, dass, das dass dieser reduzierte Automat immer gleich ist. Ja? Es gibt äh, nur einen solchen minimalen Automat bis auf Umbenennung von Zuständen. Das heißt, egal mit welchem Automaten Sie beginnen, für eine gegebene Sprache, wenn Sie den reduzieren, kommt am Ende immer der gleiche Automat raus, bis auf Umbenennung von Zuständen. Das heißt, überraschenderweise hängt der reduzierte Automat überhaupt nicht davon ab, wie der Automat ausgesehen hat, sondern nur davon, welche Sprache er akzeptiert hat. Und das ist doch irgendwie krass, oder? Also äh, schon eine, äh, schönes, ein schönes Ergebnis. Okay. Gut, das muss man natürlich alles noch zeigen, was ich bisher noch nicht gemacht habe und in diesem kurzen Video nicht machen werde. Das machen wir in den nächsten Videos. Bisher haben wir zunächst mal gelernt, dass Quotientenautomaten gebildet werden, indem wir Zustände verschmelzen. Und wir haben außerdem gesehen, dass wir die Äquivalenzrelation, die dazu nötig ist, diese Zustandsäquivalenz, berechnen können, indem wir iterativ die nicht äquivalenten Zustände finden und am Ende komplementieren. Okay. Und als nächstes wird dann der entsprechende Beweis für die Korrektheit dieses Verfahrens folgen und auch noch eine äh, gewisse Menge an anderen Konstruktionen, die wir verwenden können, um minimale Automaten für beliebige Sprachen zu finden. Selbst dann, wenn wir überhaupt keinen Automaten gegeben haben, der sie akzeptiert. Okay. Das kommt als nächstes. Äh, bis dahin. Äh, tschüss und auf Wiedersehen.